damit einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück beim Endspurt, beim absoluten Finale dieser Saison der Würzburger Kickers und natürlich beim Gerry. Einen wunderschönen guten Hallo. Meine Güte, was ist das für eine Saison? Guckt euch das an. Wir sind Sechster geworden. Wir haben uns irgendwie noch reingerettet auf diesen sechsten Platz, aber wie fulminant ist das bitte? Wie klasse. Wir gehen mal zurück hier. Guckt mal diese Entwicklung. Hier, wo wir am 16. Spieltag, da geht es schon langsam mal irgendwie aufwärts. Und sonst hängen wir hier unten drin die ganze Zeit. Guckt euch das mal an, bis zum 16. Spieltag hier. Am 3. sind wir mal hochgerutscht auf den 10. Und dann war es immer hier unten. Boah, was war das ein Kraus. Und dann haben wir gedacht, wir werden hier gefeuert vielleicht. Und auf einmal, 16. Spieltag, guckt euch das an. Da ging es da nach oben und dann sprung und sprang und springte ein bisschen die Tabelle hin und her. Und am Ende stehen wir auf Platz Nummer 6. Ja, wenn das nicht was Tolles ist. Vielen lieben Dank dafür eure Contenance. Und ja, die Contenance muss man natürlich auch uns bedanken beim lieben Präsidium, die da sonst irgendwie vielleicht auch schon mal Nein hätten sagen können. Ja, bin gespannt. Wir haben jetzt noch ein wichtiges Spiel vor uns, nämlich Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokalfinale. Die haben wir in der Liga besiegt. Können wir jetzt auch nochmal schaffen. Wir gucken mal rein, wer läuft hier so aus in der Jugend. Ein 61er DM. Ein DM ist halt einfach nicht so geil. Aber LM würde ich mal mitnehmen. Für die zweite Mannschaft noch auf jeden Fall. Nächste Saison. Und 63 ist schon ganz ordentlich. Wir geben hier das Maximum. Kann dieser Typ hier noch was? Kann er noch was spielen vielleicht? ZM kann er 58 spielen, das ist nicht so stark. Also unter 60 würde ich sagen, können wir die Leute erstmal weglassen. Florian Schwalbach, der hat aber hier schwierig und den wollte auch keiner. Lassen wir weg, okay, alles klar. Auf der rechten Seite Benedikt Alger, Allergötz oder so, 62er. Der ist zwar nur ein Dreier-Talent, aber auch den, aber der hat noch ein Jahr, ne? Hätte ich vielleicht vorher mal überlegen können. Aber ich glaube, brauchen wir nicht. B-Jugend gucken wir uns dann irgendwann an. Trainingslager können wir bei der Jugendmannschaft hier noch machen. Hier Feldspielerfähigkeiten. Alle Jugendteams können wir gar nicht wechseln. Achso, das geht irgendwie nur noch 2 Tage. Okay, dann nicht. Dann nicht, meine lieben Freunde. Ist auch okay. Haben wir noch ein Spiel oder was? Ergebnisse? Irgendwas lädt hier auch gerade die ganze Zeit. Ich glaube, ich muss mal diese 3D-Bilder hier im Ausmachen. Das muss man gleich mal machen, ey. Ja, die haben noch ein Spiel, da haben die noch. Okay, alles klar, deshalb geht das nicht. So, ich tue mal gerade die Option mit den 3D-Köpfen. Irgendwie lädt mir das so lange. Da gehen wir rein und zwar als erstes in eure Kommentare. Auf YouTube sind schon wieder ein paar dabei gewesen. Vielen. Oh nein, das machen wir erstmal durch. Guck mal, Dirk Schröder, ich weiß nicht warum, aber er ist nur 5. in der ganzen Liste hier, aber damit mit Abstand der jüngste Torhüter. Guck mal, der beste Torhüter, Jan Sommer mit 37, dann Bürki 35, 33, 32 und dann 21, Dirk Schröder, unfassbar gut. Unser bester Innenverteidiger ist Diego Almeida in der ganzen Bundesliga. Keiner irgendwie internationale Klasse, Weltklasse oder im weiteren Kreis, nur im Blickfeld. Aber da ist von uns auf Platz Nummer 1 Diego Almeida. Ganz, ganz stark auf jeden Fall. Außenbahn, defensiv haben wir von uns keinen dabei. Bester Mann ist Luca Hernandez vom FC Bayern. Außenbahn offensiv auch keiner von uns dabei, aber 3 Weltklasse-Menschen. Ousmane Dembélé, Alfonso Davis und Marcus Edwards. Ja, Marcus Edwards hätte ich vielleicht noch höher eingestellt. Der hat so viele Tore einfach gemacht. Ja, aber so sieht's aus. Von uns leider niemand. Im Mittelfeld defensiv haben wir Kobmeiers Weltklasse und internationale Klasse Marco Kana von Bayer. Das war's dann auch schon. Kobmeiers jetzt auch bei uns gegen uns auf dem Platz im DFB-Pokalfinale. Bin gespannt. Und hier bei offensiver Rangliste Torben Inselmann auf Platz 13 in der Liga. Ja, guckt euch das an. Und 4 Leute Weltklasse. Bellingham, Musiala, Longstaff und Schlager. Meine Güte. Ja, stark Inselmann. Hier reingekommen. Und stürmermäßig, Etete auf Platz Nummer 6 und Platz Nummer 1 ist Erling Haaland. Weiß ich nicht, hätte ich glaube ich sogar diesmal jemand anderen gewählt, ehrlich gesagt. Aber der FM ist schon mal komisch. Ja, jetzt aber vielleicht in die Kommentare rein. Und zwar, Jonas Buhr hat angefangen, leider 2 Niederlagen, aber trotzdem in Europa gesichert gelandet. Mal sehen, was gegen Mönchengladbach im Finale geht. Vielleicht bekommt mein Spieler ja auch nochmal einen Einsatz. Ja, wir müssen gucken. Jetzt ist natürlich auf jeden Fall das Wichtigste, irgendwie alles zu gewinnen da, ne? Was da dann noch kommt. Das müssen wir natürlich tun. Heiko Lewandowski, wie macht dich mein Spieler? Beziehungsweise wie viele Spiele, wie viele Tore habe ich? Kannst du mich mal ausleihen zur Amateurliga rein und zu dem Verein passt? Ja, nächste Saison gucken wir auf jeden Fall in die Leihecken rein und das darf jeder von euch dann selbst entscheiden. Wow! Dirk Schröder, gute Leistung, plus 1 Stärke, 87. Ich weiß nicht, wie wir den halten sollen, ehrlich gesagt.
Schlotterbeck vergeudet leider sein Talent. Minus 2. Das ist hart. Das ist hart. Aber plus 2 Wiekow, das ist stark. 81er Rechtsverteidiger. Jetzt meine Güte. Tom Inselmann hat leider minus 3 bei Kopfball bekommen, der Isländer. Sandmann, Zakaria Villeneuve, plus 2 bei Konstanz. Leider nur, schade. Mario Götze minus 1, aber das ist kein Problem. Der geht ja in den Trainerstab oder ins Mitarbeiterkollegium. Chris Richards plus 1, beste Saison seit langem. Minus 1 bei Etete, das kann ich nicht nachvollziehen. Das finde ich auch ziemlich kacke, aber ist dann so. Kolasin hat plus 1. Ja, den haben wir verkauft. Gute Entwicklung in den letzten Jahren. 32, 77er Stärke, aber der geht, ne? Eigensinnig, minus 1 bei Kamara. Also unser Sturm irgendwie, schade. Kriegt leider Minus abgezogen hier. Und Jonas Buhr, schlechtes Timing beim Kopfball. Ich weiß nicht, was macht der in einem im Kopfball? Diego Almeida, plus 2, ne? Richtig starke Saison gespielt. Hat viel von ihnen gelernt, gute Leistung. Plus 2, sehr gut, sehr gut. Schlechtes Timing beim Kopfball schon wieder, Ronny Schumann. Ich weiß nicht, was wir da irgendwie mit dem Kopfballtraining mal machen müssen. Moreno, minus 1, ist okay. Garrett Barron, minus 1, das finde ich nicht okay. Der hat 14 Spiele gemacht. Mit 17 Jahren kann man da mal ein plus 1 auch bekommen. Aber sein Berater hat ihn negativ beeinflusst, also minus 1, schade. Likona, verletzungsfrei, plus 1 Konstanz, das war schon mal ordentlich. Ah, ich habe vergessen, die Leute aus der zweiten Mannschaft hochzuziehen, die gute Noten hatten. Das hatte ich mir extra noch angeguckt, aber es war auch keiner richtig geil. Minus 2 übrigens bei Yasinga. Ja, der ist ganz schwach dabei, der Arme. Tut mir leid für ihn. Lars Stindl minus 1. Sokrates plus 1. Christiansen plus 1. Auch schön. Aber so richtig gute Saisons hat auch keiner. Kaum einer unter 3 und deshalb habe ich kaum einen hochgezogen, beziehungsweise gar keinen. Gute Leistung für Fährmann in der Konstanz. SGD Forever hat viel gelernt, aber zuletzt enttäuschend, hält sich also im Rahmen. Hier hätte man viel, Butze hätte man hochholen können, aber er hat auch so plus 1 bekommen. Gut gemacht, Stellungsspiel verbessert und viel gelernt. Dennis Jungmann, der Außenverteidiger, den keiner haben wollte zu Anfang, plus 1, 65 immerhin auch. Jugendmannschaft gucken wir ganz schnell durch, weil da haben wir ja nicht viele vergeben. Und da haben wir auch nicht viele was bekommen. Ja, ein bisschen schade um unseren Sturm, muss ich sagen. Und ja, egal. Wir haben getippt, wir werden Sechster. Nein, wir haben getippt, wir werden, wo sind wir denn? Wir haben getippt, wir werden hier 14. Und wir sind Sechster geworden, sehr gut. Und wir haben uns gar nicht bei so vielen richtig gut vertan. Haben wir klasse gemacht. So, dann haben wir noch Chemie Leipzig. Schöne Sache, Europa willkommen, aber die Hoffnung Champions League muss ich dir leider nehmen. Pokalsieger darf auch nur in der Europa League spielen, aber das reicht uns erstmal. Pott wäre super grandios und ich bin gespannt, wie das mit unserem Prestige im nächsten Jahr aussieht. Das bin ich auch, auf jeden Fall. Nils Butzer, Europapokal in diesem Jahr. SGD Forever, kannst du mal meinen Spieler Trainingsziele einstellen und ich hoffe, dass er in der nächsten Saison Stamm spielen kann und vielleicht mal in der ersten Mannschaft trainieren kann. Tolle Saison für die Kickers und den guten Trainer Gary. Immerhin, wir hat es am Ende gereicht, meinte Ronny, richtig euphorisch quasi. Meine Güte. DFB-Pokalfinale, Mönchengladbach hat rausgeworfen, Steinbach-Haiger, Schalke, Frankfurt, Stuttgart und Bayern. Ich sag mal so, die haben echt ein Programm gehabt, ne? Dagegen ist unseres eher so, ja, ein Spar gewesen, ne? Rosenheim, Bochum, Halle, Regensburg und Union Berlin. Ja, Wellness-Wochenende bei uns und Gladbach hat sich das richtig, richtig hart erarbeiten müssen. Auch alle auswärts, auch krass. Wir haben zumindest zweimal zu Hause spielen dürfen. So, dann hatten wir sogar noch Kommentare bei FM-Zocker im Forum. Und zwar Christiansen hatte gesagt hier, wir müssen mal gucken, wie das dann mit den Leuten aussieht, die mehr Geld haben wollen nächstes Jahr, wie wir damit umgehen. Ja, ich würde sagen, jeder, der kommen will und der Geld haben will, den buttern wir damit zu, weil wir haben genug Geld. Wir haben nur nicht genug Prestige, um gute Spieler zu holen, ne? Piano schreibt noch Glückwunsch zur tollen Saison, internationaler Wettbewerb und bin gespannt, wie wir da laufen. Und dann hat Lempio geschrieben, schaue auch hin und wieder mal deine Videos rein, weil du das insgesamt gut rüberbringst. Vielen Dank dafür. Allerdings spult er so ein bisschen, weil die FM-Videos ihm da doch ein bisschen zu lang sind. Immer gerne Feedback so zurückgeben. Ne? Christian hat dann noch geschrieben, großartige Saison, freue mich aufs Finale und den internationalen Wettbewerb. Weiter so. Ja, werden wir jetzt auch tun. Und Saison bisher super, bei den Gladbachern nicht so super. Und die Form bei beiden jetzt gerade, wir haben ja beide verloren und Gladbach richtig krass verloren auch. Sieht nicht so geil aus, die Form. Aber wir gucken, ob wir es hinkriegen. Wir werden das Beste geben. Finale steht an. Endspiel im DFB-Pokal. Ja, wenn das nix ist, ey. Wenn das nix ist, meine lieben Freunde.
Bam, 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 bam. Was ist mit Kolaginat los hier? Da kam doch bestimmt irgendeine Mail oder so ein Kram. Ja, lang ist wieder fit. Angebot für Yasee? Nee. Ja, können wir machen. Vorstand zufrieden mit den Vertragsverlängerungen. Gute Arbeit. Haben geschafft, wichtige Spieler langfristig an den Verein zu binden. Dennoch Teil des Gehaltsbudgets übrig geblieben und so weiter. Oh, über Entscheidung haben wir schon. Fanartikel. Alle Spieler bekannt von Fortuna Düsseldorf. Da können wir auch mal reingucken jetzt hier, die A- und B-Jugend. Aber auch hier sind keine großartigen Talente. Er hier vielleicht noch Innenverteidiger, 3,5 Talentsterne mit 62. Da könnte man mal nachfragen, ehrlich gesagt, nächste Saison. Kann man nur diese Saison. Ja, machen wir trotzdem mal, zweite Mannschaft. 62, weil der liebe Sokrates geht ja auch in Rente mit 17 Jahren und 3,5 Sterne. Ich glaube, da kann man einen schlechteren ziehen. Da können wir uns mal angucken hier. So, das machen wir mal so und soll er mal überlegen. Scouting, hab ich schon. Lewandowski, Trainingsstil erreicht, der wollte ja eh, dass wir mal reingucken. Also Lewandowski, du hast diese Saison 10 Spiele gemacht, knapp 300 Minuten gespielt, dabei 2 Tore geschossen, 3er Durchschnittsform gehabt oder Durchschnittsnote. Und ja, das ist so dein Typ mit 64. Gerne überlegen, was du nächste Saison machen möchtest. Gucken wir uns aber dann auch erst nächste Saison an. Ne? Diese Saison lassen wir jetzt erstmal so. Hier haben wir 52er, das ist natürlich eher schwach. Aber er hier, guck mal, linkes Mittelfeld, Hakan Celic, 8er Talent, Türke. Fragen wir auch an. Zweite Mannschaft, aktuelle Saison. Oh, der will aber richtig viel hier. Was ist denn da los? Huch. Mal gucken, ob der für das Geld kommt. So, dann ist gerade abgeschlossen. Jugendmannschaft hier, Görer zurück. Okay. Warum ist denn jetzt hier die Moral so kaputt, ey? Von ihm. Das ist scheiße, ne? So, wir müssen jetzt mal noch schauen, das mache ich gerade kurz, dass wir hier alles gut reinkriegen. Dann geben wir in der Taktik noch zusätzliche Siegprämie an. Und zwar 25.000 für 30.000. Kommen wir mal 30.000 für jeden Typen, der da jetzt irgendwie am Platz steht und gewinnt, ey. Das gucken wir uns an. Wir werden ein bisschen, wir werden so bleiben, wie wir sind. Vielleicht ein bisschen höher pressen, ganz kleines bisschen, 1% höher. Das ist bestimmt der ausschlaggebende Punkt am Ende. Und dann müssen wir noch ganz kurz in den Kalender rein, nicht, dass wir das vergessen haben. Saisonabschlussfeier, Charity Gala, Spielerauszeichnung, alles klar. Es kann losgehen. Im Finale, liebe Leute, Finale. Huiuiui, erstmal noch schauen, können wir noch irgendwen gut einsetzen hier. Villeneuve natürlich, das sind nochmal 4 Punkte, gut hören kann, aber irgendwie vielleicht noch hier mit auf die Bank. Statt Götze, das machen wir es so. Und Niklas Buhr, Jonas Buhr, Niklas Buhr, genau. Niklas Dorksch und Jonas Buhr, alles etwas schwächer als die, die spielen. Das heißt, wir gehen so rein. Volle Kanüle gehen wir so rein und sehen zu, dass wir hier gewinnen. Diesen Pott, dieses Pokalfinale. Wir werden hier so eine richtig geile Ansage machen. Wir bestehen heute als Team oder zerbrechend als Einzelspieler, ihr Pappnasen. Feuerfrei für ein grandioses Finale. Hoffentlich grandioses Finale. Ne? Referee Maximilian Reckels, der hat jetzt angepfiffen und in der 4. Minute hat sich Etete davon gestohlen. Kriegt jetzt einen tollen Pass von Ronny Schumann in den Lauf gespielt. Jetzt legt er zurück auf Torben Hinselmann. Die 4. Minute, Torben Hinselmann muss nur noch reinschieben. Macht das doch rein. Er verzieht, legt mich in der 4. Minute. Was für ein Auftakt. Oi. Inselmann, was machst du denn da? Menschenskinder. Aber wir setzen die Gladbach unter Druck. Die Polen machen eine Kerze im Strafraum. Dann ist Etete da. Der holt sich da den Ball. Flacher Schuss in die Ecke. Jan Sommer hat aufgepasst. Springt dahin und klärt den Ball zur Ecke. Oi, Jesus. 13 Minuten gespielt. 2 Chancen und 2 hochkarätige Chancen. Inselmann muss das Ding machen. Ist aber hier, hat Nervenflattern bekommen. Ne? Rechte Seite, jetzt die Ecke kommt rein von Tavares. Der spielt auf, ja, Elvedi findet er da. Und der klärt den Ball irgendwie. Felix Agu stochert den gegen Etete erstmal aus dem Strafraum. Und dann ist schon wieder Inselmann am Ball. Der will heute einen machen. Den muss er doch jetzt machen. Er schießt einfach mal. Er schießt ganz fest. Und dann steht da Scott McScorer mit der Hacke in der Schussbahn. Der Ball geht an Jan Sommer vorbei. Der kommt da nicht mehr dran und geht kurz am Tor vorbei. Ganz knapp und kurz geht am Tor vorbei. Aber genau so weiter, ey. Das ist ja ganz stark.
Oh oh, Florian Neuhaus in der 15. Minute bei den Fohlen hat sich verletzt. Gehirnerschütterung, einmal gegen Pfosten gerannt. Und das ist, glaube ich, nur eine kurze Verletzung, aber ist natürlich schade für ihn. Ne? Dafür kommt Nico Seidel, der generierte Spieler, rein. Und die erste Chance jetzt für Gladbach. Caminero im Strafraum auf Kobmeiers, der zieht sofort ab. Dirk Schröder ist unten im Eck und hat den Ball. Ah, sehr gut gemacht, wunderbar. Ja, leider eine 6 für Inselmann wegen dieser krass verkackten Chance. Ne? Und Scorer auch hier mit noch 5 unterwegs. Da müssen wir gucken, was da los ist. Aber jetzt, Max Scorer kann seine Note steigern. Er bringt nämlich einen Ball an Torben Inselmann und der schießt. Ach, knapp am linken Torpfosten vorbei. Meine Güte, da muss doch mal einer reingehen jetzt. Heieieiei. Aber es läuft für uns ganz gut. Jetzt allerdings erstmal Borussia Mönchengladbach über tollen Kobmeiers. Der steckt den Ball einfach mal nach vorne. Da ist Laszlo Behns, der kriegt das irgendwie hingestochert zu Caminero und der schießt ja, den Ball ganz schwach aufs Tor. Und deshalb überhaupt kein Problem für den Mann zwischen den beiden Pfosten für unseren Dirk Schröder. Jetzt die Würzburger Kickers wieder über Max Scorer. Der will da Etete anspielen. Auch eher ein schwacher Pass von Max Scorer. Aber unser Stürmer kriegt den trotzdem angenommen und schießt und schießt und Flachschuss und Jan Sommer. Star, Glanzparade von Jan Sommer. Es könnte hier schon 2:0 stehen, aber Jan Sommer hat was dagegen, beziehungsweise ja, Torben Inselmann, wenn man so will. Ne? Oh, Kolasin hat gelbe Karte gegen Caminero. Das war ein bisschen hartes Einsteigen. Ne? Oh je. Oh je, Torben Inselmann verbessert sich so ein bisschen und auch Max Scorer hat sich gefangen. Ja, das hätte ein Tor mal sein müssen hier in der ersten Hälfte. Das könnte sich noch rechnen, zum Beispiel jetzt. Diego Almeida mit einem taktischen Foulspiel gegen Caminero gibt erstmal gelbe Karte und dann Freistoß aus einer schwierigen Situation für uns. Tollen Kobmeiers läuft an. Der Niederländer schießt dieses Ding in die rechte Ecke rein. Boah, da ist Dirk Schröder und der faustet den noch weg. Hätte ich fast schon drin gesehen, das Ding. Krass gut gemacht von unserem Torwart, der auch ein Spitzenspiel hier bisher aufliefert. Aber noch spitzender war einfach der Herr bei den anderen Leuten, nämlich der Herr Jan Sommer. Meine Güte, was ist denn mit dem los, ey? So, wir werden hier motivieren und auch kritisieren, ne? Müssen wir auch schon mal. Vor einem Sturm nochmal motivieren, hier motivieren und dann noch die Frische. Halbzeitsprache, jetzt schlägt unsere große Stunde. Wir müssen jetzt hier dieses Ding einfach machen. Wir hatten doch so viele Chancen. Aber erstmal die erste Minute der zweiten Hälfte für die Fohlen. Frederik André Björkhahn, der Linksverteidiger, geht mit nach vorne, flankt auf Caminero, der legt es dir mit der Brust vor und schießt ihn dann zum Glück in die Wolken. Sonst wohin. Da kann der gerne hinschießen, ne? Da kann der gerne hinschießen, der Kollege. Das macht mir überhaupt nichts. Da habe ich gar keine Bedenken. Ja, 60. Minute ist gleich an und Inselmann konnte sich nicht fangen, leider. Deshalb kommt jetzt Jonas Buhr. Jonas Buhr ist schon eifrig am Warten auf seinen Einsatz hier. Und er hofft natürlich, dass er hier was zeigen kann. Genauso wie Niklas Doksch, der kommt für den Vierer Marco Tavares, auch nicht super gespielt, aber wir gucken uns das trotzdem, wie gesagt, an. Gelbe Karten würde ich gerne auswechseln, aber ich traue mich nicht, ehrlich gesagt. Likow könnte hier mit einer 74 noch spielen, aber ich lasse es ehrlich gesagt lieber mal. Es könnte hinten raus noch wichtig werden, dass wir noch einen Wechsel haben, ne? Mit Frische und so weiter. Es könnte nämlich ja noch länger als 60 Minuten, 60 Minuten wird sowieso, aber länger als 90 Minuten werden. Ne? So, zwei weitere Community-Player kommen aufs Spielfeld, Jonas Buhr und Niklas Doksch im Finale des DFB-Pokals. Herzlich willkommen, grüß Gott und macht jetzt was. Laszlo Behns geht da an Doksch vorbei und der eingewechselte linke Mittelfeldspieler, ja, choppt ihn da die Hose runter bald, gibt Gelb natürlich für Trikotziehen. Auch Gladbach wechselt mal. Bartol Franjic kommt für Matthias Ginter in die Innenverteidigung. Während Marco Rose übrigens immer noch auf dem Trainerstuhl bei den Gladbachern sitzt. Ja, Kobmeiers mit einer guten Abwehraktion, fängt den Ball da gut ab, spielt ihn nach vorne, aber da kommt dann trotzdem nichts bei rum. Oh, jetzt aber Kobmeiers, der geht durchs Mittelfeld mit in letzter Sekunde. Oh, gut gemacht von Almeida. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut gemacht. Flanke auf der rechten Seite, Zakaria Villeneuve, die wird abgefälscht und wird deshalb genau deshalb gefährlich, aber Jan Sommer hat den Ball zur Ecke klären können, die kommt jetzt rein von Chris Richards, auf Max Scorer, ein bisschen zu hoch und deshalb kriegt er den Tor, den Kopfball nicht mehr gut gedrückt, geht über das Tor drüber.
75. Minute ist gespielt, jetzt die 80. Minute, die letzten 10 Minuten gehen gleich an. Drehschuss, Etete, der wird gefährlich, der wird immer länger. Jan Sommer wird auch länger und er hat den. Mann, dieser kleine Torwart. Ne? Jan Sommer ist ja gefühlt irgendwie, weiß ich nicht, halb so groß wie ein normaler Torwart. Und der hält ja alles, ey. Das ist ja ganz, ganz fabelhaftes Spiel von ihm. Bringt uns natürlich nicht so viel. Der letzte Wechsel bei den Fohlen, Stefan Leiner, Linksverteidiger, kommt für Björkheim rein und wir sehen Kopmeiers, der auf Embolo spielt und der alleine vor Dirk Schröder einen Lupper ansetzt und dann geht er daneben. Boah, da geht er daneben. Wir werden jetzt auch mal auswechseln. Wir müssen gucken, Ronny Schumann mit einer 65, das ist ein bisschen wenig auf der Brust, vor allen Dingen, wenn man hier noch in diese, ja, über 90 Minuten gehen sollte, ne? Niklas Dodge mit einer 5 reingekommen. Das ist auch ganz schwach, ey. Ja, wir werden es machen müssen. So. Mann. Ist das spannend. 82. Minute, ey. Es ist irgendwie, wir hätten schon so viele Tore machen müssen. Wir hatten so tolle Chancen, aber leider keinen reingemacht. Intelmann, ich bin ganz, ganz traurig für dich, dass das nicht drin war, dieser Ball. Menschenskinder, 89 Minuten und es geht nochmal. Jannis Wieckhoff geht in der letzten Minute mit nach vorne. Hohe Flanke in die Mitte. Da ist Kian Etete, unser Stürmer. Was macht der? Der nimmt den Ball an. Der schießt. Aber was schießt der denn da? Ein harmloser Roller, der geht halt am Tor vorbei. Das hätte er auch besser machen können. Eieiei, 3 Minuten nochmal Nachspielzeit. Hopp, hopp, hopp. Da geht noch was, Menschenskinder. Und da geht noch was. Flanke von der rechten Seite, Villeneuve mit nach vorne gekommen. Kopfballablage von Browse auf Max Scorer. Max Scorer schießt 1:0. Da ist es doch. 90. Minute. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich nicht. Dann fresse ich hier keine Ahnung. Die Cola-Dose, die hier steht. 1:0 in der 90. Minute. Und James Ward-McBrowse, hätte ich bald gesagt, macht hier auf Max Scorer diese Ablage. Sehr schön, wunderbar. Wir haben einen Titel, meine lieben Freunde. Wir haben einen Titel. Ja, Mensch. In der allerletzten Minute. Was für ein Abschied von James Ward-Prowse, der hier noch den Vorlagengeber macht für dieses wichtige 1:0 in der allerletzten Minute. Und Max Scorer, das freut mich, Community Player macht ein Tor. Menschenskinder, da ist ein Titel. Wir haben einen Titel mit Würzburg. Hallo? Mit den Würzburger Kickers. Starke Sache. Ich kann es kaum glauben. Ja, hier seht ihr es nochmal, ne? Mann. Sehr, sehr schön. Und die besten Spieler, guckt euch diese Noten an. Kolasinac und Max Scorer unter den Top 3 dabei. Nur Jan Sommer besser. Und der hat auch einfach... Achso, hier wird auch nur dieses eine Spiel immer gezählt. Okay. Die aktuelle Runde, ja. Da sind nicht so viele dabei gewesen. Meine Güte. Boah, was ein wichtiges Ding. Wir haben einen Titel. Herzlichen Glückwunsch an alle da draußen. Und ja, auch an mich selbst. So bin ich dann doch mal. Menschenskinder. Ey, meine Güte, und wir kriegen auch lauter Dinger hier. Oh. Oh, ich hab's weg. Warte. Das gucken wir uns mal an, ey. Wenn wir uns nicht viel angucken, aber das gucken wir mal an. Und ich muss mal was denken. Es ist ja hier. Titel! Triumph des Würzburger Kickers FC. Menschenskinder. Am 23.05.2026. Ihr wisst, wer da den DFB-Pokal gewinnen wird. Wow, ey. Und natürlich geben wir die 1.000 Euro für die Freizeitmannschaft noch hier. Trikotsatz. Na klaro, der wird gefeiert. Würdiger, denkwürdiger Tag in der Vereinshistorie. Dicht an dicht sind die Fans da. Aber ey, geil, es gibt keinerlei... Achso, das ist vielleicht auch noch nicht die... Oder doch, das ist die Saisonabschlussfeier. Gibt keinerlei Plus irgendwie, kann das sein? Hier steht nicht plus Moral, plus irgendwie Fan oder so. Nö, alles egal. Mann. Barcelona schickt uns ein Glückwunsch-Telegramm, Tottenham und Wolfsburg. Und dann noch Niklas Dodge, trotz schwachen Spiels, ist jetzt eine Erfahrungsstufe reicher geworden. 1,4 Millionen, das ist nicht viel, aber hey, es geht hier nicht ums Geld, sondern es geht darum, dass wir einen Titel gewonnen haben mit den Würzburger Kickers. Meine Güte. Kasper Ouyer, der Linksverteidiger, wechselt von Schalke nochmal zu Mainz. Hannover verkauft Florian Carstens nach Espanyol. Und dann haben wir noch hier Tobias Pachonik, der kommt von Venlo Richtung Düsseldorf für 6 Millionen. Und dann habe ich noch was gesehen gehabt, am Wochenende, war ja letzter Spieltag, irgendwie Bayern ist Meister geworden, habe ich gehört. Und in den unteren Ligen, da ging es irgendwie ganz rund. Ich glaube irgendwie Würzburg hat irgendwie 7:0 verloren und 1860 hat irgendwie 6:0 gewonnen oder sowas. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber da habe ich auch gedacht, kurz gedacht, was ist denn da los?
Huch, habe ich da gedacht. Huch. So, der will eigentlich bleiben. Ne? Komm, wir lassen ihn jetzt mal da, den Chris Hammond. Ja, super stark. Beste Saison ever, würde ich sagen, bei unserem Fußballmanager-Let's Plays insgesamt. Ganz stark, ganz stark. Ne, bleibt jetzt einfach. So, Scouting abgeschlossen. Und wir gucken mal, wer läuft denn noch aus? Sonst läuft ja keiner mehr hier aus. Ne? So die, die sowieso gehen wollen. Oder die alt sind. Aber wir fragen jetzt mal hier Chris Hammond. Den müssen wir erstmal Transferstatus ändern. So. Und wir machen mal alle Mindestablöse, also Ablöse auf Marktwert und Forderung auf Marktwert und dann hier Forderung ganz hoch. Ist auch geil. Juan Mata wäre für 26.000 noch zu haben. Mit 38 läuft der hier noch rum, ey. Ja, aber auch der landet dann im Mitarbeiterstab. Da können wir mal gerade gucken, ob wir jemanden rausschmeißen, den wir geplantmäßig rausschmeißen. Wer ist denn hier mit der Schwächste? Rafael Giekewitz, aber der ist Pressesprecher. Ne? Das sind unsere ehemaligen hier. Philipp Kunz, Fitnesstrainer mit 81. Ah, da müssen wir sowieso mal einen neuen holen, ehrlich gesagt. Und einen Marketingmanager. Ich glaube, einen Marketingmanager brauchen wir nicht so wirklich. Ne? Da können wir mal hier entlassen machen. Ja, ja, mach mal. Da haben wir ein paar freie Stellen für die ganzen Leute, die da in die Kerbe reinschlagen, dass sie im Verein bleiben. Ne? Der Kicker meldet, Bundesliga ist beendet. Borussia Dortmund ist Meister geworden. Die feiern die ganze Nacht und Wolfsburg ist Zweiter, freuen sich trotzdem. Größte Überraschungsmannschaft der Saison war Würzburger Kickers. Ja, wenn das nichts ist hier. Wenn das nichts ist, ey. Menschenskinder. Super stark. Torschützenkönig ist Edwards geworden und dann ist der nicht der Mann, der Schirmer des Jahres, das finde ich schon hart. Torwart des Jahres ist Bürki, von mir aus Duell Wiekow gegen Bellingham, keine Ahnung warum wieder, aber Bellingham hat gewonnen. Bundesliga, Bochum bleibt in der Bundesliga, weil Braunschweig sich in der Relegation nicht durchsetzen konnte. Hier ist wohl noch die Auswärtsregel am Start, weil eigentlich gibt es die nicht mehr. Und in der dritten Liga oder in der zweiten und dritten Liga, da konnte sich der Unterklassikverein, in dem Falle nämlich Nürnberg, durchsetzen. Kickers Offenbach ist damit abgestiegen in die dritte Liga und Nürnberg wieder in der zweiten Liga. Ist doch immer so, oder? Das Auswärtsteam im ersten Spiel ist irgendwie immer der dritte Liga-Typ, also der untere Liga-Typ. Mann, Mann, Mann! Wer wurde hier frei? Wir wurden hier frei, so richtig geil. Ja, hier so zwei, drei Jugendspieler, hätte ich bald gesagt. Aber so richtig super, können wir mal gucken. Frohnatur ist natürlich ganz geil. Komm, wir fragen Justin Bartosch noch an. Für die zweite Mannschaft. Aber der will nicht. Eine Nummer zu groß. Ja, du kannst ja in den zweiten kicken, du Penner. Notenbester Spieler ist der Dirk. Beste Torschütze Etete. Liebling der Fans Almeida. Fast 1500 Trikots. Hätte man echt nicht gedacht. Und am häufigsten Spieler des Spiels Etete. Und dann hat er eine Minus 1 bekommen, ne? Dankeschön. Angebot, nein. Angebot, oh, für Likona. Oh, 23 Millionen. Wie viel ist der wert? Weil wir sind ja nächste Saison, wir gucken mal. Wir haben nächste Saison ein Überangebot an Rechtsverteidigern. 76, wir gucken mal gerade rein. Was ist mit denen, die hier kommen? Und zukünftige Wechsel, 76. Ja, aber die sind schon, ja, aber erst 79, ne? Erst 79. Likona. Kann der auch rechts Mittelfeld spielen? Kann er auch mit 72, ne? Kann auch schon Deutsch. Was ist mit Likona? Likona kann nur Spanisch. Komm, den verkaufen wir. Wir haben sowieso ein Überangebot auf der rechten Verteidigerseite. Haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Und dann können wir Guthöfer behalten, weil der ist ja auch Nationalspieler und auch schon ewig da. Und mit 23 Millionen ist das, glaube ich, hier eine gute Ausgangsbasis. Wolfsburg haben wir auch alle Spieler bekannt, das ist klar. Gucken aber trotzdem mal rein hier. Die haben auch gar keine Talente so richtig. Okay, alles klar, können wir wieder gehen, ey. Tschüss. Meine Güte, was für ein Ding hier. Was für ein Ding. Wir haben einen Titel. Wir haben einen Titel. Mann, Mann, Mann. Fragt nach möglichen Verstärkungen in der Abwehr. Ja, ich weiß es eigentlich nicht. Es ist die Frage, ob diese, ne, auf seine Position Verteidiger, ob da, weil da steht ja nicht Innenverteidiger, ob dann da die Rechtsverteidiger, die wir gekauft haben, auch noch dahin gehen. Ich würde mal sagen, ja, er ist geschockt. 5 Moralpunkte und okay. Ja.
Hier haben wir Summe erhöhen. Ja, unterschreiben wir auch. Kann auch sein, dass es nur für seine Position gewesen wäre. Und dann hätten wir eigentlich eher nicht unbedingt noch Potenzial oder Bedarf. So, wie sieht's aus? Torschützenkönig, den goldenen Schuh in Europa, hat sich Kylian Mbappé geholt mit 33 Toren in der Ligue 1. Dann Marcus Edwards mit 26 Toren, genauso wie Tammy Abraham mit 26 Toren. Der eine in Deutschland und der andere in England. Ich würde sagen, hier Abraham hat es noch besser gemacht. Aber hey, so ist das schon mal. Top 10 ist dann noch Moukoko reingerutscht. Luka Jovic, den kennt man auch noch. Moussa Dembélé. Und ja, das war's für die Statistik, Freunde. Gehen wir hier, kommen wir entgegen. Und ja, leider sind wir noch immer nicht in der ewigen Tabelle drin. Aber Glasgow Rangers ist da drin und Glasgow Rangers spielen morgen. Also, wenn ihr dieses Video seht, ist es schon vorbei, da war es gestern. Haben sie gegen Frankfurt gespielt im UEFA-Cup-Finale, da wo wir jetzt nächstes Jahr hinwollen. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Spiel zu sagen habt. Gebt mal in die Kommentare. Habt ihr euch gefreut? Habt ihr es geguckt? Habt ihr es gehört? Ich höre es wahrscheinlich oder habe es wahrscheinlich im Radio gehört. Gebt mal durch. Oh, hier wird verhandelt. Das mache ich ohne eure Zutat, hätte ich bald gesagt. Hakan Cilic kann bei Eintracht Frankfurt spielen und will da bleiben. Ist okay. Um 2 Wochen fällt Tavares aus. Ist nicht okay. 30.000 vom Sponsor bekommen. Okay. Sonst haben wir Mitarbeiter. Philipp Laux hat sich ein bisschen verbessern können. Jugendspieler, alle Spieler bekannt bei Dortmund. Die lassen wir jetzt auch drin, die ganzen Vereine. Oder wir machen sie demnächst alle raus, weil die B-Jugend und A-Jugend ja wieder neu ausgerollt wird. Ne? Müssen wir dran denken. 61er Info. Ich sag, können wir auch mal gucken hier. Aktuelle Saison. Beziehungsweise wir sollten vielleicht erstmal gucken, was der für ein Typ ist. Eigenständig, ja, kann man mal machen. Wir müssen ja für die zweite Mannschaft müssen wir ja irgendwie mal Leute nachholen. So, wir bieten ihm das an in der ersten Mannschaft, dann wird er natürlich in die zweite runtergeschickt. Charity Gala. Sie gewinnen im Verlauf des Abends die Herzen des Publikums. Ihre Fanbeliebtheit steigt um 3 Punkte. Ja, schade. Das ist auch geil. Ein paar lokale Prominente kamen zu ihrer Gala und spendeten geringe Beträge. Viele Anwesenden fragten sich, warum ein kleinerer Verein ein Charity-Gala veranstaltet. Egal, Fanbeliebtheit geht um 3 Punkte nach oben. Tristan Mohn, der Innenverteidiger, der ist da ab dem 1.7. Steht er im Kader. Hoffentlich klappt das. Ist für die zweite Mannschaft geholt. Vielleicht will den einer haben. 3,5 Sterne. Positionsgebunden als Innenverteidiger nicht so schlimm. Und anpassungsfähig ist er aber. Wer da Bock drauf hat, sagt Bescheid. Dass wir unsere Leute kennen, ist mir klar. Trainingsziel erreicht. Beckenverletzung 2 Wochen. Jonas Buhr verletzt. Okay, alles klar. Wir gehen mal weiter. Rob Holding wechselt von Arsenal zu Celtic für 16 Millionen. Clark Udur von Dundee United zu Red Bull Salzburg. Und hier ein ehemaliger Lars Dietz und der ehemalige Innenverteidiger von Nürnberg nach St. Pauli gewechselt. Trainerentlassung bzw. neue Trainer haben wir keine, die wir noch nicht hatten. Wir nehmen das an. 26 Millionen für den Kollegen, das ist super. Wir haben da ganz, ganz klasse Leute. Und das kriegen wir schon. Da kriegen wir was Gutes hin in der nächsten Saison. Finanzzentrum, was ist denn Finanzzentrum? Bessere Konditionen und längere Kredite. Aber wobei, nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir nehmen hier keine Kredite auf. Brauchen wir nicht. Was gibt es denn noch? Hotel, Mietkaserne. Was ist denn Hotel? Monatliche Einnahmen von 4.000. Und die können je nach Erfolg stark schwanken. Ist auch geil. Mietkaserne, Statue. Komm, wir bauen jetzt mal eine Statue auf jeden Fall. Ey. Wann, wenn nicht jetzt? 26 Millionen wird angenommen als Ablöse für Likona, der hier auch schon schick im Anzug sich präsentiert. Und ja, er wird wahrscheinlich wechseln. Ne? 26 Millionen, wir müssen auch mal ein bisschen wieder aufs Geld gucken. Ne? Ah, Jesus, hier müssen wir jetzt schauen. Wen nehmen wir hier mit? Wen lassen wir da? Janis Wiekow nehmen wir auf jeden Fall mit. Hallo? Wie viele Innenverteidiger sollen die hier denn mitnehmen? Collins ist aber so ein 22-jähriger junger Typ. Ne? Jonathan Tah ist schon ein bisschen älter, aber wir brauchen auch ein bisschen ältere, glaube ich.
29:30, guck mal, dann kann man trotzdem Tat zu Hause lassen und dafür nehmen wir Collins mit und Jannis Wiekow auf jeden Fall. Wir spielen eh nicht mit linkem Mittelfeld, deshalb nehmen wir den Moritz Wiegand weg und nehmen Niklas Dockschmidt, einfach mal so, weil wir es können. Und vorne im Sturm Markus Huber, 21, als 80er. Und wir hatten aber auch hier Idioha. Ich würde ja sagen, Idioha hat sich das auch irgendwie verdient, oder? Ah, schwierig. Was haben wir denn hier für Torriecher? 88 und Idioha. Torriecher 92, dann hat Idioha gewonnen. So. 83er ZM, was haben wir da? Da haben wir deutlich bessere dabei. Aber Maximilian Arnold ist so stark gewesen in der Saison. Ich bin da ja dafür, müssen wir trotzdem mitnehmen. Den müssen wir trotzdem mitnehmen, ey. Maximilian Arnold, so oft in der 11. der Woche drin gewesen. Aber auch hier stärketechnisch abgebaut ein bisschen, ne? Ah, das ist schwierig. Roberto Massimo können wir, glaube ich, weglassen. Roberto Massimo, keine Ahnung, wer du bist. Herzlichen Glückwunsch. Tschüss. Dafür nehmen wir noch Arnold mit. Ja, okay. So machen wir es. Und dann geht's in die Fußball-Weltmeisterschaft, meine Lieben. Wir gucken, wo wir hingekommen. Das wird die Wenn wir ins Finale kommen, werde ich das machen. Und ansonsten werde ich ein kurzes Feedback geben, wie das lief hier. Wenn man Park im Grün, ich will schön chillig sein. Halleluja! Also die Leipziger haben einen richtig schönen Spieler hier. 69er ZM, 8 Talentpunkte, Matej Jonjic. Leider will der nicht mit uns reden, ey. Sonst den hätten wir auch noch auf jeden Fall genommen. Meine Güte, der ist stark. Und schaut euch bitte an, wie viele Leute hier in der FIFA-Weltmeisterschaft unterwegs sind. Dirk Schröder, Wiekow, Chris Richard, Etete, Kamara, Almeida, Docks und Likona. Menschenskinder, die kriegen 2 Wochen frei, natürlich. Transfer der Woche, Likona wechselt von den Würzburger Kickers zum AS Rom für 26 Millionen. Guter Deal für uns. Machen wir. Haben wir getan. Ist so. Und auch ein Rechtsverteidiger, Pascal Stenzel mit 30, wechselt von Bremen nochmal zu Austria Wien. Wien ist eine sehr schöne Stadt, kann ich nachempfinden, dass man dahin möchte. Huch, ihre Frau Vanessa hat ihren Präsidenten Benjamin Hirsch und seine Gattin zu einem Abendessen eingeladen. Ihr Sohn Bob benimmt sich allerdings total daneben, schmatzt fürchterlich und kippelt ständig mit dem Stuhl. Als er dann noch beherzt in der Nase bohrt, ist der Gattin des Präsidenten zu viel. Man geht vorzeitig nach Hause. Huch, was hat das denn für Auswirkungen? Gerade mal reingucken, Karriere, man mag mich trotzdem noch, oder? Ja, 20 von 20, okay. Hier haben wir sie, die goldene Zukunft dieses Spielstandes. Die besten Jugendspieler. Wir gucken mal, ob wir hier wieder irgendwen organisiert bekommen könnten. Oh, Rechtsverteidiger haben wir halt richtig viele, ne? Ich weiß gar nicht, wo wir wirklich hin sollten, ehrlich gesagt. Einen richtig geilen Stürmer hätte ich mal Bock drauf. Aber ja, so komplett sehe ich das auch nicht, ne? Wo wir hier unbedingt hin müssen. Vielleicht irgendwie sowas hier für die zweite Mannschaft noch. Michel Fonassier, Italiener. Oh, braucht Aufmerksamkeit, schwache Nerven, auch nicht so geil, ne? Ah, wenn ihr da unbedingt jemanden seht, den wir mal... Oh, guck mal hier, Jörg Kasper, den haben wir schon für die nächste Saison ja hochgezogen. Zweiter Mann in der B-Jugend weltweit, direkt hinter Matteo oder Matej Jonjic. Stark auf jeden Fall, ganz stark. Linkes Mittelfeld, sowas brauchen wir. Sowas brauchen wir. Weil das sind Leute, die müssen wir uns da nicht selber heranziehen. Ne? Mit 70, das ist schon sehr gut. Da gucken wir mal, ob der nicht Bock hat, zu kommen für irgendwie, keine Ahnung, noch 1 Million als Handgeld oder so. Oder 1,5 Millionen, 1,4 können wir noch nehmen, machen wir. Das werden wir tun. Linkes Mittelfeld auf jeden Fall sehr stark, wunderbar. Rechtes Mittelfeld haben wir hier sogar auch einen. Marcel Heckenberg von Leverkusen, könnte man auch in der zweiten. Aber der hat keinen Bock, auf mit uns zu reden. Aber Hauptsache der andere, ne? Hauptsache der andere. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Ich sehe nichts, wo wir sagen müssten, unbedingt. Unbedingt. Wenn ihr jemanden hier seht, gebt mal durch. Guck mal gerade noch nach einem rechten Mittelfeldspieler, weil, wie gesagt, rechts Mittelfeld und linkes Mittelfeld, da sind die Plätze schwer oder schwierig gesetzt. Ne? Nehmen wir hier noch ihn, versuchen wir noch für die tote Mannschaft zu bekommen. Das ist aber eventuell ein bisschen teuer dann auch. Ne? Müssen wir gucken mit der Gehaltsstruktur.
Könnte sein, dass das hier ein bisschen Ärger gibt, ehrlich gesagt. Aber wir schauen. Wir kriegen das vielleicht hin, zwei junge Nachholspieler zu holen. Wir sind übrigens durch die Gruppenphase durchgekommen mit Dirk Schröder und Johannes Wickhoff. Und ja, auch andere Spieler haben gut gespielt in der Stand jetzt WM bisher. So, was haben wir hier noch für, was brauchen wir denn noch unbedingt? Wir machen noch weiter sowas wie Jugendinternat. Ist doch ganz geil. Ja, leider ist im Achtelfinale Schluss und zwar gegen England. Ja, die kenne ich irgendwie. Schade drum. Ist so. Finale hätte ich euch gezeigt, aber so natürlich nicht. Ich habe für die zweite Mannschaft noch einen Stürmer geholt. Apostol Lakos. Müssen wir auch mal schauen. Generell in der nächsten Saison müssen wir gucken, wie das mit den Stürmern weitergeht, weil unten in der zweiten Mannschaft, da scharren sie auch mit den Hufen, mit 72er Stärken, ne? Und erste Mannschaft, ich sag mal so, Etete und Kamara ist auch nur eine 74, ne? Da könnte man auch sogar überlegen, ob man nicht einen von den Jungen noch irgendwie hochholt. Oh je, das Fußballquiz! Oh oh, da werde ich mich wieder richtig schön blamieren, auf jeden Fall. Oi, oi, oi. Wie viele Vereine spielen in der ersten Bundesliga? Ja, 18, das weiß ich sogar. Wer wurde Vizemeister? Wolfsburg, das weiß ich auch. Welcher Verein spielt hier? Oh, shit, ey. Keine Ahnung, Cork City? Nein. Dritte Frage raus. Family bleibt minus 6, Medien minus 2. Aber hey, 200 Euro, kann ich schön mit Essen gehen. Frankreich wurde Weltmeister gegen Brasilien. England ist im Halbfinale dann gegen Frankreich gescheitert. Ja, da sind wir leider wirklich frühzeitig ausgeschieden. Mal gucken, ob Deutschland hier verlängern will mit mir. Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich jetzt nichts Gutes werden. Das war schwierig, schwierig, schwierig. Europa EKG, die meisten Spiele gemacht hat der Arsenal FC und davon der Spieler Ben Joffrey, okay? Richtig viele Spiele gemacht. Die Elf des Turniers, da ist auch keiner von uns dabei. Haben wir auch nicht verdient, ehrlich gesagt. Nee. Aber Mbappé, ne? Immerhin 5 Tore gemacht. Dafür, dass er so ein paar Spiele nur. Vielleicht kriegt er ein Update, der gute Junge. Wir gucken mal. Große Enttäuschung. Haben wir sowas hier? Ja, Deutschland. Welch eine Enttäuschung. Ja, schwierig. Schwierig. ja. Jeden Spieler einzeln bestätigen natürlich. Caligari, Rechtsverteidiger von Brasilien, plus 2, 84 auf 86, stark. Ne? Innenverteidiger von Belgien, plus 1. Plus 1 Innenverteidiger von Brasilien, plus 1 Joe Wilcock bei England. Eduardo Quaresma, plus 1. Renan Lodi, plus 1. Licona, plus 2. Ja, gut. Hat sich jetzt erledigt mit dem guten Deal, würde ich sagen. 79er Rechtsverteidiger. Konnte jetzt auch keiner ahnen, dass der in Mexiko großartige Auftritte macht. Stark. Delaney minus 2. Ruben Diaz plus 2. Lee minus 2. Aaron Evans, keine Ahnung. Esther Franks, auch geiler Name. Plus 1. Lautaro Martinez minus 2. Josh Sargent, die kennen wir sogar noch. Plus 1. Hey, hallo. Giovanni Reina plus 1, das war's. Zum Glück keiner von uns. Aber Licona, ey, plus 2 holt er einfach raus. Was ein Typ. Was ein Typ, ja. Jetzt schon mehr wert als verkauft. Ah, gut. Das war's mit dem guten Deal. Kein guter Deal, ey. Huch. Licona steigert Marktwert durch hervorragende Leistungen deutlich. Da seht ihr es, ey. Da seht ihr es. Ah, da ist gerade, während ich hier die Folge noch aufgenommen habe, von Planet Sandman noch ein Kommentar reingegeben worden. Den lese ich einfach mal so vor. Hummels wird hoffentlich nächste Saison kürzer treten. Es geht um RL-Fußball bei Dortmund. Alleine durch die Transfers von Süle und Schlotterbeck wird Hummels eher IV Nummer 3, ja, auf jeden Fall. Reus wird noch gehen. Akanji wird noch gehen. Der steht ja eh auf der Liste irgendwie, will nicht verlängern. Reus sollte zumindest nächste Saison noch Stammspieler sein. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Reus hat die meisten Torlagen und Vorlagen, nicht Torlagen, und die zweitmeisten Tore diese Saison gemacht. Ja, aber irgendwie, ich habe immer das Gefühl, der blockiert da auch einfach einen Platz. Aber wir haben auch keinen besseren da, ne? Keine Ahnung. In 41 Spielen kommt er auf 32 Scorerpunkte. Das ist sehr gut. Natürlich geht er mit 33 in die nächste Saison. Aber solange er solche Leistungen bringt, sehe ich keinen Grund, ihn in Frage zu stellen. Ja, ich finde halt,
Aber das trifft die ganze Mannschaft irgendwie. In den wichtigen Spielen kacken die halt ab, ne? Und da ist irgendwie Reus auch irgendwie nicht derjenige, der da richtig vorangeht. Keine Ahnung. Aber ja, kann deine Analyse durchaus nachvollziehen. Wir haben alles erreicht hier, sehr gut gemacht. Wir haben den fairsten Spieler gestellt. Wir haben sonst nichts. Mario Kilka von Frankfurt ist irgendwie der jüngste Spieler. Wie sieht's aus in der Regionalliga? Da haben wir vielleicht sogar den unfairsten gespielt mit Yannick Haberer und noch nicht mal den ältesten mit unserem ehemals oder was ewig alten, wollte ich sagen, ewig alten. Tops und Flops in der Bundesliga, beste Abwehr bei Dortmund, bestes Auswärtsteam Dortmund, bester Sturm bei den Wölfen. Wir sind nirgendwo dabei, das ist eigentlich mal gut. Regionalliga Bayern, guck mal, beste Abwehr Kickers, bester Sturm Kickers, bestes Auswärtsteam Kickers. Stark. Saisonanalyse. Rums. Schlechter als der Tabellenplatz aus. Das finde ich so komisch. Warum ist das ein Minus, ey? Ist doch geil, dass wir überperformt haben. Wir bekommen Geld und zwar 28 Millionen fest und 25 Millionen durch unseren Platzierungsbonus. Das ist sehr gut, ey. Wenn wir jetzt nicht so krass hochgeschraubt wären, dann wären wir bestimmt immer noch hier unten. Also, das sind gute 50 Millionen, damit können wir arbeiten. Liga-Zusammenfassung, ich drück's jedes Mal, ne? Jedes Mal und es interessiert mich dann doch nicht so richtig. Aber unser Kooperationspartner, der keinen guten Spieler für uns hatte, Barcelona, ist Champions-League-Sieger geworden, Europa League gegen zu Manchester United. Da sind wir dann nächstes Jahr hier vorne drin. UEFA Supercup gegen an Liverpool und FIFA-Weltmeisterschaft an Manchester City. Also alles hier irgendwie bis auf die CL in der englischen Hand und wir sind die beste Jugendarbeit weltweit, ey. Was für ein Ding, ey. Was für ein Ding. Stark, ganz stark. Können wir auch mal mitnehmen, den Screenshot hier. Liga-Entwicklung, alles irgendwie so gleich geblieben, bloß ein bisschen bei Transfer, Prestige und Gehälter. Ja, Deutschland auf Platz 5. Da war ich nicht dabei. Und die Top 11, Europas Top 11, Bellingham. Hier sind endlich mal Leute drin, die Sinn machen. Ne, also Wilcock hat eine richtig starke Saison gespielt. Bellingham hat eine starke Saison gespielt. Ich weiß nicht, wie hier Aaron Ramsdale, 38 Spiele immerhin. Luke Shaw auch 35 Spiele. Also das sind diesmal auch Leute. Thomas Murk, das finde ich interessant. Rechter Mittelfeldspieler. 31 Jahre in die Europas Top 11 gekommen. Mit Red Bull Salzburg. Stark. Und auch von Vereinen, wo man sagt, das geht. Ne? Sonst sind da irgendwie so 10-mal Red Bull Salzburg oder so dabei. So komische Vereine. Oh ja, es wird eine lange Folge, meine Lieben. Wir nehmen natürlich noch die Auslosung des DFB-Pokals mit. Lok Leipzig muss dran gehen. Aber ich glaube, wir machen es jetzt echt einmal schnell Durchlauf gegen Stuttgart. Weil sonst wird das hier mir auch ein bisschen zu lang. Wir müssen gegen Auerbach auswärts ran. Das ist sehr, sehr machbares Ding. Dortmund gegen Wiesbaden. Wo haben wir den FC Bayern? Der muss gegen Schott Mainz ran. Gladbach muss gegen Unterhaching ran. Eintracht Frankfurt gegen Chemnitz. Hansa Rostock gegen 1860. Das ist hier das Duell der Ex-Club. Und Wolfsburg in Rödinghausen. Schalke in Magdeburg, Köln in Sandhausen, HSV beim BFC Dynamo, Freiburg beim Heider SV, Leipzig bei Rosenheim, Werder Bremen bei Kickers Offenbach und das reicht mir jetzt auch. So, den Rest werden wir in der nächsten Folge besprechen. Welche Spieler wir wohin verschoben haben, das werde ich wahrscheinlich auch offline machen. Ich wünsche euch schönes Wochenende. Bis dann, der Gang ist weg und wir sind DFB-Pokalsieger. Feiert schön am Wochenende, sauft euch ein. Wenn man sonst keinen Grund hat, dann feiert man einfach, weil man digital irgendwas gemacht hat. Bis dann, tschüssi, der Gang ist weg.